Einen wunderschönen guten Morgen beim Mutmachwecker, dem positiven Impuls des Tages und heute mit einer ganz frechen Frage. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Wie meine ich das jetzt? Und zwar, vielleicht kannst du dich erinnern, als Kind hast du Erlebnisse gehabt, vielleicht den Krampus, und heute hast du immer noch Angst vor dem Krampus. Und wie gibt es das, dass wir Angst haben vor was? Oder warum haben wir das Angst? Oder wie haben wir das geprägt? Genau darum geht es heute. Wo kommen die Ängste her zum Beispiel? Oder deine ganzen Glaubenssätze. Gestern haben wir ja was über Glaubenssätze, über Emotionen, über Gedanken gehört. Und heute möchte ich da ein bisschen weiter zurückgehen. Wo kommen diese Glaubenssätze überhaupt her? Und was ist Angst überhaupt? Angst ist eine negative Erwartung in der Zukunft. Und weißt du das, dass sie 95% dieser negativen Erwartungen überhaupt nicht erfüllen? Und deshalb ist ganz wichtig, wo kommt das überhaupt her? Und wie komme ich auf den Titel, ob du alle Tassen im Schrank hast oder ich oder so? Ich wollte eigentlich sagen, dein Gefäß des Lebens. Und auf einmal sind mir die Tassen eingefallen. Und dann habe ich so lachen müssen und gedacht, ich werde es heute ein bisschen provokanter machen, das Ganze. Und jetzt stell dir mal vor, du kommst auf die Welt und du bist ein Gefäß. Ja? Sagen wir, du bist jetzt diese Tasse. Ja? Diese Tasse bist du, wenn du auf die Welt kommst. Das heißt, die ist noch total rein, total sauber, da ist noch nichts drinnen. Und genau, aber ganz stimmt es auch nicht. Natürlich haben wir unsere Gene mitgekriegt, wir haben unser Karma mitgekriegt oder was immer du das nennst, unsere Talente. Also irgendetwas ist natürlich in uns schon angelegt. Ja? Das ist einmal das, so kommen wir auf die Welt. Aber was passiert jetzt? Und du musst dir die Frage stellen, und jetzt sage ich nur so einen Satz, einen provokanten, und wir werden am Schluss dann auch draufkommen, wie man das auflösen kann. Aber glaube nicht allen deinen Gedanken, weil es könnte sein, dass es gar nicht deine eigenen Gedanken sind. Und genau auf das möchte ich heute hingehen. Ist das, was du den ganzen Tag denkst oder was in dir denkt, wie wir gestern gehabt haben, wenn du noch mehr wissen möchtest über das, was wir da gestern gesprochen haben, schau dir einfach das Video von gestern nochmal an. Da haben wir das näher erklärt. Wer denkt in dir deine 80.000 Gedanken am Tag? Die kommen automatisch. Aber wie ist das angelegt in unserem Körper? Genau. Also diese Tasse. So, jetzt bist du ein Säugling, kommst auf die Welt. Was passiert in den ersten 3 Jahren? Vor allem in den ersten 3 Jahren. Da haben wir nämlich noch kein so ein Bewusstsein. Ja? Das haben wir noch gar nicht. Dass wir es bewusst aufnehmen können. Dass wir was beurteilen können. Dass wir sagen können, ist das gut oder schlecht für uns. Sondern da nehmen wir wie in Trance, nehmen wir alle Dinge auf, die uns passieren. Also alle Gedanken, alles, was wir hören, das ganze Umfeld, das fängt schon an bei den Eltern, bei den Geschwistern, bei den Tanten, Onkeln, Nachbarn, Freunden, egal wer da jetzt daherkommt, das nehmen wir auf. Das heißt, diese Dinge, nehmen wir das daher da, dass ich den vielleicht dann, wenn ich brauche, wieder habe. So. Das heißt, alles, was wir die ersten 3 Jahre haben, nehmen wir auf als gegeben. Wir saugen auf, wir lernen das Leben von den Eltern, jeder Gedanke, vom Vater, von den Geschwistern. Ja? Das alles geht in unser Gefäß rein und das sind unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze. Was sind das vielleicht für Gedanken? Vielleicht, dass es heißt, ja, Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter, solche Sachen zum Beispiel. Oder dass es heißt, man muss einen sicheren Job haben, am besten man wird Beamter. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel so das unternehmerische Gen nicht in dir hast, wenn du das glaubst, dann sind das vielleicht die Gedanken, was du so mitbekommen hast. Nicht nur vielleicht, sondern 100% ist das so. Weil das Unterbewusstsein speichert das alles ab und hat keinen Bodyguard, der dich jetzt da beschützt und sagt, na, so ist das jetzt nicht. Also die ganzen Emotionen, alles, was du zum Beispiel, wenn deine Mama zum Beispiel Angst gehabt hat vor Spinnen und du siehst jetzt, sie sieht eine Spinne und schreckt auf und hat panische Angst, dann denkst du als vielleicht ein halbjähriges Säugling, denkst du, ah, das ist normal, vor Spinnen muss man sich fürchten, weil das habe ich gesehen, die Mama fürchtet sich auch. Vielleicht hat das gar nichts mit dir zu tun. Also alles das, was da so passiert, was die Menschen um dich so tun und denken, nimmst du ungefiltert auf und denkst, das ist normal.
Da gingen alles rein. Oder später, ja, wenn du so Sachen hörst, sprich keine Menschen an, keine fremden Menschen an, dann hast du natürlich später im Leben Angst, fremde Menschen anzusprechen. Oder was haben wir denn nur für eine Bewegung? Wenn du hörst, Sport ist Mord oder so, ja, dann glaubst du, das ist dein ganzes Leben lang, Sport ist nicht gut, weil das ist ganz gefährlich. Oder wenn du jetzt als Zweijähriger noch hörst und du siehst das bei den Eltern, das ist über die Ernährung, ja, was essen die? Die essen den ganzen Tag nur Fastfood und ungesunde Dinge, dann wird für dich das normal sein und du wirst denken, das ist gesund. Ich weiß nicht, was die Menschen haben. Und mir ein Beispiel dazu habe ich sogar, ich habe einmal in Wien gelebt, wie ich so 18 war. Da habe ich in einem Haushalt einmal 4 Monate gearbeitet. Und die haben damals Kinder gehabt, im Alter von 4, 5 Jahren, so kleine Kinder noch. Und die haben wirklich immer damals schon Fastfood gegessen, gell? Und so Pasta Schutter aus dem Tiefkühlfach. Und ich habe halt noch richtig kochen gelernt, gell? Und dann habe ich denen die Pasta Schutter gekocht, so richtig gut und geschmackig. Das hat denen überhaupt nicht geschmeckt. Die haben jetzt nur dies gekannt aus dem Tiefkühler. Und das war dann so, und die Dinge, die ich gekocht habe, was im Tiefkühler nicht gegeben hat, die haben ihnen dann geschmeckt, weil die haben sich vorher kein Urteil gehabt drüber. Also das war so ein richtiger Beispiel. Das ist tatsächlich so, was du die ersten 3, 4 Jahre erlebst und von Essen bekommst, das ist das, was dir später schmeckt. Also da, also alles, was du erlebst, das geht jetzt in das Gefäß rein. Und du prüfst nicht, ob das gut oder schlecht ist, sondern das ist halt dann so. Und du weißt dann gar nicht, ob das wirklich deine Gedanken sind, was du da aufgenommen hast. Und was passiert jetzt später im Leben? Hast du dann genau diese Vorurteile oder diese Gedanken, diese Glaubenssätze, die in dir hervorkommen? So, jetzt wird dir das bewusst, dass du vielleicht was anderes leben möchtest, dass du ganz andere Gedanken hast, aber automatisch, 95%, was automatische Gefühle und Gedanken sind, kommt ja aus diesem Gefäß heraus. Jetzt möchtest du was verändern, weil du merkst, das ist ja, ich merke, das stimmt nicht ganz. Jetzt tust du dir sehr schwer, weil das automatisch ist. Deshalb von gestern, achte auf deine Gedanken und dann versuche sie wahrzunehmen und dann zu ändern und so weiter. Genau. Und das ist auch, wenn du jetzt lernst, immer Angst haben vor der Zukunft und so weiter, dann wirst du das heute auch noch haben, weil du das angelegt hast. Aber man kann da was ändern. Und deshalb glaube ich nicht deinen Gedanken. Jetzt kannst du natürlich sagen, aber wenn du jetzt neue Gedanken da herinnen haben willst, was musst du jetzt machen? Das ist ja voll das Gefäß. Das heißt, du musst schauen, dass diese Gedanken rauskommen. Ja, die werden wir mal rausgeben. Ja, die da mal außer. Und genau das ist das, wo man da manchmal Unterstützung braucht, weil man es selber ja gar nicht sieht. Da kommt man drauf. Also so eine ganz einfache Übung. Ich werde da mal eine einfache Übung mitgeben. Wenn du irgendwas denkst, wo du dir denkst, ist das richtig, dann kannst du mal dir die Frage stellen, was hätte meine Mutter dazu gesagt? Oder was hätte mein Vater dazu gesagt? Und dann wirst du merken, ich denke genau das Gleiche. Aber es kann ja auch sein, gewisse Dinge, die vor 20, 30 Jahren ja nur richtig waren, die aber heute nicht mehr stimmen. Ja, also ein Beispiel, wo ich mich selber jetzt ertappe. Ich habe bei den Kindern zum Beispiel, wie die EDV, wie die ersten Gameboys oder wie die geheißen haben, gekommen sind, habe ich verboten, sage ich, das ist schlecht und das braucht man nicht und so. Und jetzt merke ich, die ganze Welt spielt die Spiele gemeinsam und die haben so viel Spaß dabei. Also man kann sich da nachdenken, aber wenn ihr jetzt den kleinen Kindern sagt, das ist schlecht, dann sagt er, alles was Fortschritt ist, ist schlecht. Fortschritt ist schlecht. Dann habe ich das da drin. Jetzt merke ich, das stimmt aber heute vielleicht gar nicht mehr. Vielleicht ist Fortschritt was Gutes. Das heißt, ich fülle es mit was Neuem. Und deshalb, wie gesagt, alte Gedanken raus und manchmal kommt man da selber gar nicht drauf. Das ist dann ganz super, wenn man einen Coach hat, wenn man schnell weiterkommen möchte und diese Glaubenssätze finden. Das ist dann die Aufgabe vom Coach, der was da Glaubensmuster erkennen lässt und dann rausholt aus dem Gefäß. Aber was passiert dann manchmal? Manchmal passiert dann, dass man sagt, das kenne ich schon, betrifft mich nicht. Wenn ich sage, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich schon, dann mache ich den Deckel zu.
Das ist wie wenn ich beim Topf den Deckel drauf tue. Und dann kann ich nichts mehr verändern, weil ich kenne es schon. Das heißt, da nehme ich mir mein Wachstum weg. Nämlich, wirklich kennen tust du es nicht. Weil was ist Wissen? Wissen ist erst dann ein Wissen, wenn du es tust. Also ein nicht angewandtes Wissen ist kein Wissen. Und wenn du sagst, ja, weil, nur weil du das schon mal gehört hast vielleicht, aber nicht umgesetzt und du kennst das schon, dann machst du den Deckel drauf und bist nicht mehr offen für Veränderung. Und deshalb ist auch so wichtig, tu dann nie den Deckel auf, sondern bleib offen und wie die Kinder und staune mal und sagst, ah, das habe ich zwar gehört, aber jetzt muss ich mir das anschauen, das ist ja spannend. So habe ich es noch nie betrachtet. Bleib offen für diesen neuen Impuls und schau dir das immer wieder, wenn du was hörst, an. Lebe ich das schon oder ist es nur, weil ich es schon mal gehört habe? Aber dann weiß ich, wie gesagt, angewandtes Wissen ist Wissen. Alles andere ist nicht Wissen. Also und deshalb nicht einen Deckel drauf tun, auch wenn du glaubst, du hast es schon mal gehört. Denk nur mal drüber nach und bleib offen. Könnte da was drinnen sein, das vielleicht raus muss, dass ich meine Blockaden, meine Handbremse lösen kann und jetzt endlich vorwärts gehen. Also genau das ist, und wenn du mal wissen möchtest, wie schaut es bei mir aus, habe ich sowas überhaupt oder betrifft es ja eh nur die anderen, weil es betrifft ja meistens nur die anderen, dann können wir uns natürlich gerne mal zusammensetzen oder auch per Zoom oder Skype, weil wir ja so weit auseinander sind, dann können wir gerne mal schauen, gibt es bei dir solche Sätze, die dich blockieren im Vorwärtskommen? Oder auch bei Krankheiten. Oft sind es Krankheiten, vielleicht chronisches Kopfschmerzen oder chronisch Gastritis oder diese chronischen Krankheiten haben oft eine Ursache, weil eine Blockade im Körper ist und du irgendwie, weil es ist ja alles, was im Geist ist, ist auch im Körper. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von dem Ganzen. Man darf ja den Geist und Seele nicht trennen. Das ist ja wirklich eine Einheit Körper, Geist und Seele. Und deshalb ist oft wichtig, schau mal einfach, wo kommen diese Krankheiten oft her? Oft sind es, weil das macht Verspannung im Körper und die Verspannung bewirkt dann was bei den Organen. Und deshalb gehört das zusammen. Also wir können gerne mal schauen, unverbindlich, wie gesagt, einfach einmal kostenlos natürlich, einfach mal zusammenschauen. Gibt es bei dir solche Dinge, die aufgelöst werden? Genau, also das biete ich dir jetzt einfach mal so an. Und deshalb ist so ganz wichtig, dass ich schaue, was kann ich aus dem Gefäß rausgeben? Sind es meine Gedanken überhaupt? Muss ich mir vor Spinnen überhaupt fürchten? Oder ist es etwas Übernommenes, weil ich es woanders gesehen habe? Ganz wichtig, achte auf deine Gedanken. Genau. Ja, und das ist das, was ich heute sagen wollte. Was fällt mir noch ein? Genau, und dieser Konflikt zwischen Gefühlen, zwischen deinen Gefühlen und zwischen deinen Gedanken, da ist dann ein Konflikt, weil das eigentlich nicht deine Gedanken sind, sondern die, die du übernommen hast. Und dann haben wir einen Konflikt zwischen Gefühlen und Gedanken und der spiegelt sich dann oft im Körper wieder. Also das wollte ich heute sagen. Was haben wir nun? Glaube nicht deinen Gedanken, das habe ich schon gesagt. Genau, habe ich auch schon gesagt. Also das wollte ich einfach erklären. Wo kommen deine Ängste her? Wo kommen Phobien her? Wo kommen Gewohnheiten her? Wo kommen Glaubenssätze her? Und wie man die dann auflöst oder wie man dann weitermachen kann, da werden wir uns dann morgen oder übermorgen das noch einmal näher anschauen. Und jetzt danke ich dir einfach von Herzen wieder, dass du dabei warst. Vielleicht war für dich das eine oder andere neu. Vielleicht war es eh schon altbekannt, aber nicht umgesetzt. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Umsetzen. Das heißt, schreib doch mal deine Gedanken auf und schau mal, wo kommen die her? Wo kommen deine Gewohnheiten her? Hast du was übernommen, was gar nicht zu dir passt? Vielleicht bist du der geborene Musiker, habe ich gestern, glaube ich, auch schon erzählt. Und dabei hat eine Lehrerin gesagt, wer in der Fensterreihe singt so falsch, so wie bei mir. Und dann habe ich ein Leben lang nicht mehr gesungen. Wer weiß, vielleicht wäre ich ja super Opernsänger geworden, Sängerin. Aber schau dir mal deine eigenen Sachen an und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag wieder. Viel Spaß, viel Freude, viel positive Emotionen und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und danke nochmal und eins, vergiss es nicht. Heiter, immer weiter. Deine Martina. Ciao.